Es ist Winter, zweiter Winter im Game. Ah, Dezember haben wir es. Und es fängt tatsächlich an zu schneien. Oha, oha, ob ich jetzt hier irgendwie noch Schnee pflügen muss? Das wäre ja wohl ein Dingen. Mann, 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 Wachstumsphase 2 von 3, jawohl. Wie sieht's da hinten aus auf dem Acker? Die Lichtverhältnisse, hammerhart, ey. Auch 2 von 3. Also, die sind beide jetzt gleich. Das ist natürlich nice. Haben sich jetzt beide angepasst und werden dann im nächsten Jahr 74%, 80%. Werden dann im nächsten Jahr gleichzeitig fertig. Gedüngt 100%. Muss ich hier was machen? Muss gewalzt werden. Gedüngt 50%. Oder muss ich mal gucken? Muss ich da nochmal drüber striegeln, maybe? Kann das? Nee, nachher reiße ich da alles wieder aus, ne? Wenn ich da drüber... Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass da was ausgerissen wird. Ja, ich habe im letzten Monat noch 2, 3 Aufträge gemacht. Noch ein bisschen gegrubbert und ich habe dann noch... genau, Rüben hatte ich noch gemacht. Ja, weiß ich nicht, ob jetzt Rüben so richtig sexy sind. Vor allem mit dem ganzen Wegfahren immer. Das ist schon ein bisschen so ein Ding. So, wie sieht das hier auch vorne aus? 50% gedüngt, Wachstum 2 von 74 und so weiter. So, jetzt fahren wir mal hier mal ran. Kriegen wir das eine Runde gestriegelt? Runter mit dem Teil. Danach fehlt hier natürlich, ne? Danach ist hier gedüngt 54, 55. Aber es macht irgendwie optisch irgendwie, also optisch macht es einen Unterschied. Ich fahre noch mal ein Stückchen mehr. Und etwas einen größeren Bereich. So. Was haben wir jetzt hier? Gedüngt 60, 70. Oh, jetzt ist hier Wachstumsstufe 1 wieder nur. Okay, also wir lassen das mit dem drüberziehen. Denn hier sind wir ja schon in der Wachstumsphase 2. Walzen oder sowas wäre was. Also das ist natürlich hier... Das machen wir nicht weiter. Ich dachte, ich könnte noch Unkraut oder so rausziehen. Nope, mit dem Striegel machen wir alles schön wieder kaputt. Ja, so eine Walze hieß es schon mal, ne? Ich weiß nicht, ob jetzt so eine Walze momentan unbedingt notwendig wäre. Im Moment liebäugle ich natürlich eher damit, noch weiter sparsam, schön sparsam zu sein. Und dann mit dem Verkauf hier im Januar und oder Februar, März dann von Honig und allem, dass wir dann erst richtig hart wieder ins Shoppen gehen und eben auch vernünftige Sachen wiederholen, ne? Irgendwas Größeres, irgendwas, was man auch länger benötigt. Oder eben nochmal eine weitere Einnahmequelle. Mal gucken. Oder so ein Silo schon mal. Es gibt ja noch einige Baustellen, die zu erledigen sind. Jetzt gucke ich mal eben gleich rein in die Aufträge. Ja, beziehungsweise wir gucken mal eben auch rein in die Angebote. Na, guck. Das haben wir doch schon gesehen. Alter, und ich sage dir, ne? Auf einmal ist er drin. Der John Deere, Alter, ich wäre weich, für 150.000. Ich werde ja weich, Alter. Ich hätte mir den sowas von gekauft, ne? 462 PS. Ist ja der Hammer. Was sind das für Reifen? Mit Radgewichten braucht man, glaube ich, nicht. Breitreifen. Keine Ahnung. Welchen Einfluss haben die Reifen? Zwillingsbereifung, na klar. Für den Flex. Vorsicht bitte.
Wo ist denn so eine entspannte Pflegebereifung? Okay, hat er nicht. Oh, jetzt überlege ich ja, ne? Den kann ich hochballern auf 670 PS. Ich werde ja weich. GPS auf jeden Fall rein. Nochmal 15.000. EU-Design, US-Design. Ja, die blöden Schildchen da vorne. Machen wir auf jeden Fall US-Design. Ne? Sieht ein bisschen schlanker aus. So. Verdammt, Alter. So, wir gucken, was gibt's denn noch? Was gibt's denn noch? Was ist denn Ditte? Was ist denn Ditte? Was steht da dran? Baumpflanzmaschine. Ach, das ist ja wild. Oh mein Gott, was haben wir hier noch alles? Das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man mal irgendwie große Mengen an Sachen wegfahren muss, aber nicht wirklich relevant gerade, auch nicht wichtig. Was auch immer das ist. Ein fetter Schwader. Ein fetter Schwader. Wäre schon fast zu überlegen, ne? Irgendwelche Strohaufträge. Wobei Schwadern tue ich selber, ne? Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Ja, 152.000. Jetzt komme ich ja in die Bredouille hier. Was wäre denn? Ich könnte meinen für 180 verkaufen, ne? Ist das so? Ja, ich mach das doch, Alter. Ich schnapp mir hier meinen neuen. Fahr damit jetzt zum Markt, verkauf den und hol mir das Teil da im Angebot. Gerade noch schön rumgegurkt damit. Warte mal, kann ich den hier verkaufen an der Werkstatt? Wir fahren da mal eben hin. Muss ich das hier machen? Hier. Reparieren, konfigurieren, neu lackieren. Okay, das natürlich alles nicht. Doch hier verkaufen. Nein. Wo ist der Verkaufswert? Wert 200.000. Verkaufen, ja. Okay. Ich habe 260.000. LOL. Ich habe keinen Traktor mehr. Doppel-LOL. Oh mein Gott. Jetzt gehen wir hier hin und sagen, Alden, deine Angebote, ne? Sehr schmackhaft. 152.000. Kaufen. Ja. Steht beim Händler. LOL. Alter Faller. Da ist er. Und ich habe noch 100. Ich habe noch 100.000 auf der Tasche. Ja. Alter. Dicke, fette, neue Maschinka. So mope wie das, Alter. Oh, jetzt habe ich den in der Normalversion gekauft. Egal. Alter, so, jetzt haben wir auch. So. Jetzt habe ich auch genug PS. Allein der Sound ist schon geil, ne? Stehe ich ja schon komplett drauf. Konfigurieren kann ich immer noch. Alter. Könnt ihr nochmal für 100.000... 670 PS reindrücken. Lassen wir erstmal noch. Man muss ja nicht übertreiben, Alter. Reifenversion bleibt so. Auf US konfigurieren. Ja, mache ich mal. Dann sind diese Dinger da weg. Oh, ich habe vorne kein Front, ne? Anhängerkupplung. Oh, bin ich jetzt genatzt? Frontgewicht. Jetzt bin ich genatzt. Weil ich kann vorne nichts ankoppeln, ne? Und kann vorne mein Mähding nicht dran machen. Jetzt bin ich genatzt. Oh, das war vielleicht doch nicht so smart. Ah. Oha. Jetzt muss ich aber hier
Jetzt muss ich hier aber große Dinger machen, ey. Aber 15.000 baller ich nochmal rein fürs GPS. So, konfigurieren. Kann ich noch irgendwas ändern? Die Reifenart, aber ist das doch Bielefeld, oder? Hat das irgendwelche Auswirkungen? Was ist SFT? Das ist nur die Marke? Die Art, das sind auch mal die Gewichte da drauf. Ja, irgendwie machen wir hier schön die Conti-Reifen drauf. Zack, zack. Und gib ihm, Alter. Kostet nichts extra. Fertig. Ja, da müssen wir jetzt natürlich gucken, ne? Oh, das war schön wendig hier. Trotz des Riesendings mit dem Knick. Das ist ja an den... Oh, Alter, stopp. Ich hab doch schon... Alter, ich drücke hier die ganze Zeit auf Lenk ein. So. Ja, da müssen wir natürlich jetzt gleich mal gucken. Oh, guck mal hier. Bei Full Speed. Alter, Falter, ey. Und er ist natürlich nicht so ganz heile, ne? Deswegen ist er wahrscheinlich auch dann so günstig. Weil er schon ein bisschen gebraucht ist. Aber guck mal hier. Wie lang der... Oh mein Gott. Ich will meinen alten Traktor zurück. Alter, ich werde ja weich. Ich brauche mal eben eine freie Ackerfläche hier vorne. Komm, da ist Unkraut drauf. Der lenkt sich ja komisch hier bei Full Speed. So, jetzt müssen wir es noch mal testen. Full Speed. Ich fahre nach links. Jetzt fahre ich nach rechts. Alter. Jetzt fahre ich nach links. Links. Alter. Der braucht eine halbe Ewigkeit, bis er umschwingt, ey. Und links, linke Taste. Guck dir das mal an. Und rechts fahren. Ich drück. Er fährt einfach nicht. Ja. Okay. Also, geiles Teil, aber ich muss sagen, das wird schon ein wenig special, damit rumzuhantieren. Und jetzt muss ich natürlich erstmal mein Mähwerk dran machen. Und... Das ist natürlich uncool, ne? Das ist natürlich uncool. So, kein Problem, hiermit einfach drüber zu ziehen. Ballert einfach drüber mit 22 km/h. Aber der hat halt vorne hat er keinen Antrieb, ne? Das ist halt so ein Dingen, Tja. So ist es nun mal. Entscheidung getroffen, voreilig. Und das ist jetzt die Konsequenz. Bedeutet... Mit dem Gerät müssen wir jetzt aber irgendwas grubbern. Irgendwas Großes
anrichten, da muss auf jeden Fall irgendwas mit passieren. Das passiert natürlich, wenn man die Aufnahme zwischendurch stoppt. Jetzt kann ich dir gar nicht sagen, wo wir gerade sind und wann ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich habe schon so viel wieder gequatscht hier in den halben Roman. Bestimmt schon fast eine halbe Stunde. So ein Dingen ist das. Ich bin gerade schon im Januar. Fangen wir mal damit an. Wir befinden uns im Januar. Wir haben gerade die besten Preise, um die Silage zu verkaufen. Und das tue ich gerade. Ist das der Hammer? Mann. Ja, das ist natürlich unangenehm. Jetzt ist hier schon wieder einiges passiert. Also nach langem Hin und Her und viel Überlegerei, was man denn am blödsten macht, habe ich mich dazu entschieden, doch erstmal alles zu verkaufen, nochmal eine Nacht drüber zu schlafen, denn große Aufträge gab es eh nicht. Und die große Frage ist natürlich, welche Aufträge würden sich denn überhaupt noch lohnen mit so einem Monstergerät? Zack, haben wir alles, jawohl. Also da lohnt es sich ja, also es lohnt sich natürlich, alle Aufträge zu machen, aber es lohnt sich natürlich nicht, Aufträge zu machen, wo man, wo die Geräte halt hinten dran so winzig klein sind, ne? Und dann wiederum große Geräte kaufen für 70.000, 80.000, einen großen Tiefengrubber oder sowas, so einen Tiefenpflug, lohnt ja auch nicht unbedingt. Ich meine, es kommt hier gerade gut wieder Cash rein. Nichtsdestotrotz, ich glaube, ich muss noch dreimal fahren oder so. Aber trotz allem ist das natürlich gerade eine ganz, ganz schwierige Situation. Denn letzten Endes, mir fehlt vorne dieser Anbau. Alter. Und ich habe vorher, als ich in dieser Phase war, der Entscheidung, welcher Traktor, habe ich immer gesagt, nee, das macht ja, was ein Blödsinn, so ein Gerät, ne? Was ein Blödsinn, ohne das vordere Mähwerk macht das ja keinen Sinn. Ja, und nu ist es soweit, ey. Nu ist es soweit. Blind vor PS. Was? Aber auch tatsächlich ganz happy gewesen, dass doch mal solche krassen Maschinen dann auch im Sale zu sehen sind. Apropos Sale, direkt mal reingucken. Die kaufe ich. LOL, die habe ich mir vorhin noch angeguckt. Oder? Ja, das ist die ganz große Walze. LOL, die kaufe ich. Aber jetzt überlegt. Also vielleicht nicht so hundertprozentig überlegt, aber schon so ein bisschen überlegt. Ich hole mir, das ist die größte Walze im Game. Ah, hör doch auf, Alter. Im Shopping war, ne? So, jetzt aber schnell hier. Ich muss bestimmt, also die Ballen hier, die sind bestimmt noch nicht fertig. Gleich nochmal eben gucken. Und, warte, müssen wir mal anders ran. Und die anderen, die müssen wir hier nochmal einladen. Da muss ich bestimmt jetzt gleich noch zweimal fahren. Allein für die jetzt hier alle. So, mal eben runterklappen. Ja. So, dann schauen wir mal eben. Alter, der Sound ist schon geil, ne? 68%. 67, 68%. Ich denke nicht, dass die bis zum Abend fertig werden. Das wahrscheinlich eher nicht. Also, ich lade erstmal hier das ganze Kauderwelsch, die Massen hier nochmal ein. Zack, ich mache das hier auf den schnellen Weg. Flip, flip. Und dann mit der nächsten Karre werden wir sehen. Ich denke, danach wird es noch eine ganze Lieferung geben. Kommt nochmal gut Cash bei rum. Dann sind wir dabei. Na, was haben wir denn zuletzt gehabt hier für den? Um die 17.000 für eine Lieferung. 17. Ja, da kommt. Also die 150 kriegen wir auf jeden Fall zusammen. Mal gucken, was noch so alles hängen bleibt.
Oh, und es geht weiter, ab auf die nächste Tour. Eine Lieferung steht da hinten noch rum. Also einen Anhänger kriegen wir noch oben drauf, zusätzlich zu diesem hier. Und dann haben wir sämtliche, oh warte mal, ich guck mal eben kurz in die Preise rein, ob der Markt sich, ob der irgendwann gesättigt wird sozusagen. Das ist Gras, ich war gerade ein bisschen erschrocken. Hier ist Silage. Nö, ändert sich nicht. Wir sind immer noch im Januar, wir haben den höchsten Preis, danach sinkt er hart runter. Ja, danach bricht der Markt auf jeden Fall hart ein. Und wir sind immer noch bei 197 Cash Euronen pro 1000 war es, ne? Pro 1000 soll das sein. So, die nächste komplette Lieferung. Einmal wieder hier hin, passt das? Oh, komm, wird schon passen, oder? Wird schon passen. So, raus damit. Ich hoffe es. Und abladen. Hoppala. Flüpp, 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 flüpp. Jawohl, es läuft schon rein. Zack, 6000, 2000, nochmal 2. 700, 1400. Also 152. Und hier kommt nochmal eine Lieferung. Über 60, 160, 170.000, das ist doch schon mal nicht schlecht. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Siehst du, hätte ich mir alleine von der Silage aus hier den Traktor holen können, ne? Alter, hätte ich den anderen gar nicht verkaufen müssen. Aber dann wäre halt nicht mehr im Angebot. Das ist es wieder. Ah, Sorgen. So, die Silage hier ist immer noch nicht fertig. Ich meine, ich kann natürlich die Zeit vorspulen, ne? Ich glaube, das macht mal Sinn. Warte mal, auf 8 war das, ne? Dass die Zeit schneller geht. Wir können ja mal so bis 16 Uhr oder sowas warten. Und mal gucken. So, ich lade schon in der Zwischenzeit hier alles auf. Wir haben gleich 16 Uhr. Gucken wir mal eben. Gehen wir mal wieder runter hier. Und da haben wir 16 Uhr und wir gucken. 77%. Okay, muss auf jeden Fall noch ein bisschen weiterlaufen. Aber so ganz ewig will ich auch nicht. Nachher ist wieder dunkel. Boah, es wird schon dunkel, es wird schon dunkel. Stopp mit der Zeit. Stopp, 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 stopp. Oh, 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 oh. Es ist schon 18 Uhr und er ist erst bei 80%. Eieieiei. So, die letzten Ballen. Und dann haben wir es. Ja, aber ich muss das doch wegbringen, oder? Das sind genau die Ballen, die jetzt da noch drauf passen. Naja, ein bisschen mehr ist es noch. Ein bisschen mehr ist es. 80%. 79, 80%. Ich gucke gerade noch mal eben in den Shop rein. Wait a minute. Gehen die Sachen gerade wieder raus? Das ist das Ding für die quadratischen Ballen. Hm, brauche ich nicht. Aber das Dingen hier, ne? Eine mit einer Walze kannst du die Qualität der oberen Bodenschichten verbessern. Ich kaufe mir jetzt die Walze für 42.000. 42.000. Gibt es noch irgendwas anderes? Reifenmäßig kann ich nichts ändern. Kommen einfach hier die Reifen drauf. Und dann wird das Ding gekauft. Bam, Alter. Ich habe meine Walze. Ich habe meine Walze. Ist das der Hammer? Der Megatroll 2430. Alter. Jo. Da bin ich ja mal gespannt, ne? Da werde ich erstmal gleich schön über das Gras walzen. So, in der Zwischenzeit müssen wir allerdings, und da muss ich jetzt einfach die Zeit auch ein bisschen nutzen, einmal den Honig abstellen. Einmal abstellen und dann die Heuballen einsammeln. Denn die Heuballen haben auch jetzt
zur gleichen Zeit haben den besten Preis. Bedeutet einfach, dass ich jetzt mal eben hier, weiß gar nicht, wo er den abstellt und wie. Wenn ich den jetzt hier sage, abstellen. Was ist das so? Ja, so. Und abladen. Geil. Ein Traum. Perfekt, genau so. So, und jetzt muss ich das Heu mal eben einladen. So, da vorne sind die ganzen Heuballen, die ganzen Quader. Genau, die wollen wir jetzt hier schön drauf haben. Kriegen wir die hier so drauf. Lol, Alter, kannst du die nicht quer drauf machen? Alter, die gehen doch da quer drauf, Mann. Wieso packt er die denn, warum packt er die denn nicht quer da drauf? Ja, warte, Spanngurte müssen da gleich erst drauf. Und ich glaube, nur ist es das. Nochmal eben hier durch die Büsche laufen. Ja, das sind jetzt, glaube ich, alle Heuballen. Eieiei, wir haben 18 Uhr, ne? Und das Zeug ist bei 80%, ey. Ich fahre jetzt erstmal das Heu weg. Und danach hoffe ich, dass ich noch rechtzeitig das andere Zeug hier beladen kann. Erstmal, zack, alles anmachen. Wie war da mit der Spanngurte? Da gibt es auch Spanngurte. Da mit L. Anbringen. So, alles schön festgetüttelt und nun Abfahrt. Ja, auch das geht natürlich zum Viehhändler hier rüber. Da der einfach hier die besten Preise zahlt. Und wir hatten ja pro Ballen, waren das glaube ich 4000 noch was Liter. So, hier abladen. Spanngurte lösen. Zack, ab. Oh, der nimmt das sofort weg. Jetzt weiß ich auch, warum man kein Heu verkauft. 3100 für das Geraffel. Also, wir haben es gleich 20 Uhr. Das wird nichts mehr. 82%. Das wird nichts mehr. Das heißt, diese paar Ballen vom letzten Auftrag, die werden dann halt beim nächsten Mal abgegeben. Ja, trotz jetzt lange warten, also bis 24 Uhr. Ich weiß gar nicht, was passiert. Müsste ich eigentlich mal testen gleich, ne? Ob dann automatisch der nächste Monat kommt, müsste ja eigentlich. Der Tag ist rum. Aber hier passiert so nichts mehr. Deswegen bleiben die jetzt einfach liegen und ich fahre den Rest einfach weg. Abfahrt. Nee, mit Anhänger. Und abladen. Die letzten Ballen. Und dann ist es vollbracht. Die komplette Silage. Radams, Radams. Nochmal 9000 extra. Und damit geht's jetzt zurück zum Hof und zur neuen Walze. Und da steht das Riesenteil. Ist das der Hammer, ey. So, direkt rankoppeln. Und mitnehmen. Und dann werden wir es gleich direkt mal testen. Auf unserem großen Acker. Was das denn so kann, das Ding. So, und ich gehe mal direkt hier vorne in diesen Testbereich, wo ich ja gerade schon war. Aber vielleicht nicht ganz so. So. Oh, nochmal ein Stückchen zurück damit. Dass wir da so einigermaßen gleich gerade fahren können. Jetzt wird das erstmal ausgefahren, das Ding. Auf X. Mal gucken, wie weit das so geht. Weil es der noch, nee, noch weiter fährt er, doch, er fährt sich doch noch weiter aus. LOL. Ja, Mann. So, warte mal. Jetzt steht hier auf dem Boden. Muss gewalzt werden. Wir sind bei 73% Stufe 2. Unterlassen. Muss ich das aktivieren? Nö, ne? Muss gewalzt werden. Muss er nichts aktivieren?
Da muss ich nochmal gucken. Also ich sehe hier gerade überhaupt keinerlei Wirkung zu diesem Teil. Absolut kein Effekt. Muss gepflügt, muss gewalzt werden. Gedüngt 100%. Und hier hinter muss immer noch gewalzt werden. Und auch wachstumsmäßig kein Unterschied. Ich werde mir das auf jeden Fall nochmal anschauen. Wenn du Infos dazu hast, gerne auch in die Kommentare schreiben, was man damit noch so machen kann. Aber so ist das, glaube ich, gerade nicht ideal. Oder irgendwas mache ich verkehrt. Ich packe das Ding erstmal ein. Ich glaube, wir haben so einiges hinter uns. Und dann gucken wir beim nächsten Mal rein. Im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Alter, was ein chaotischer Tag, was ein chaotischer Winter. Bis dahin.